Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist soweit. Wir testen Burgermeister. Wieder mal. Das Video ist gewidmet an Tati. Schreibt gerne unten in die Kommentare, gebt ein Like für Tati. Er hat gerade sein viertes Kind bekommen. Der ist gerade in Vaterschaftsurlaub. Den seht ihr für eine Weile nicht in den Burger-Test-Videos. Aber er ist mein Burger-Test-Partner. Und wir haben so einen Insider in unserer Freundesgruppe seit Jahren, wirklich Jahren. Ich glaube sogar Jahrzehnten fast schon. Schwärmt er von Burgermeister. Dieser Geschmack, Alter, ich krieg den nicht aus meinem Kopf, Mann. Dieser Geschmack ist so krass. Burgermeister für mich ist und bleibt Nummer 1 einfach. Ist einfach so. Das muss natürlich jetzt getestet werden. Wir sind gerade an einer Stelle vorbeigefahren, wo wir den zum ersten Mal getestet haben, Burgermeister. Ich erinnere mich noch genau, hatten wir an dieser Stelle fast einen Autounfall. Okay, Mann. Mein Gott. Oh mein Gott, fast tot wieder. Aggressive Fahrweise. Fast tot wieder. Card, Card, die, Mann. Ich glaube, wir sollten lieber mal den Fahrer wechseln, Mann. So, die Preise sind top, Leute. Ein Hamburger 5 Euro, Doppel 6,30 oder 8,30. 10er, geht voll klar. So. Mittlerweile gibt es natürlich eine Menge Burgermeister, echt sehr viele Burgermeister. Aber musste natürlich den hier abchecken für das Feeling, für den Insider. Ich weiß nicht genau, wir saßen da irgendwo. Ich blende eh ein paar Stellen ein. Also ihr kennt mich als den krassen Hyper, aber dieses Mal ist es echt so. Okay. Der Geschmack ist in meinem Mund, der bleibt in meinem Mund auf ewig, Mann. Du hast schon zurecht gehalten, also ist wirklich gut. Das Leistungsverhältnis ist gut. Ist nicht so teuer wie bei uns in München. Toll, ich bin so gut. Ich bin der Anton aus Tirol. Ey, Tati kann nicht aufhören, über diesen Burger zu reden. Egal welchen Burger wir testen. Ja, aber Burgermeister war besser. Burgermeister war besser. Und das ist 10 Jahre her, dass er den hatte. Er vergisst diesen Burgergeschmack vom Burgermeister nicht, Mann. Wie geht das? Das ist so unfassbar, Mann. Stell dir vor, seit 10 Jahren hat seiner Meinung nach er keinen Burger gegessen, der besser ist. Das ist schon crazy. Ja, aber das Game hat sich ja entwickelt. So viele neue, krasse Läden. Ein Hamburger und ein Cheeseburger. Nichts Double. Der Test ist für dich, Tati. Kurs geht raus. Dann noch Bacon Cheese Fries oder Bacon Onion Fries. Seid ihr so gespannt wie ich, Leute? Denkt ihr euch auch, was labert dieser Tati die ganze Zeit? So. Es ist ein wenig dunkel, aber ich hoffe, ihr seht alles. Das ist der Cheeseburger. Ready? Man muss natürlich sagen, Preis-Leistung ist echt top. Geiles Brot, schön warm. Es sieht echt heftig aus, es riecht heftig. Hallo! Ja, der ist krass. Ich sag doch. Du hast es doch schon. Sagen, ne? Ich kann nichts anderes sagen, du hast es doch schon. Was sagt starke Esserin dazu? Seit dem letzten Mal, also wo ich den da zum ersten Mal hatte, da war ich ja noch kein Foodblogger. Ich hatte wenig Ahnung. Seitdem habe ich eine Menge Burger gegessen. Man lernt den schon wertschätzen. Das ist auf jeden Fall obere Liga einer der besten Burger, die ich hatte. Und München technisch kommt echt nicht viel daran. Der einzige, der mir einfallen würde, wäre jetzt 44, wo wir letztens waren. Sorry. Aber sonst? Aber die Frage ist,
ist das ein Burger, wo der Geschmack für immer in meinem Mund bleibt, wie bei meinem Kollegen. Doch schon. Berliner mögen auch Bürgermeister. Ja, aber der ist gut. Das ist nicht nur so ein Touri-Ding. Ja, ja. Also Berliner ist kritische Zunge, weißt du. In Berlin gibt es sehr viele Burgerläden. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viele. Geil, saftig, geiles Brot, geile Fleisch. Vor allem hier geben die noch Mühe, weil das ist der OG-Laden. Mhm. Also man ist auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Die Brühe war sehr mächtig, ja. Aber so geil. Das ist Cheeseburger. So. Danke dir. Auch gut. Aber Cheeseburger muss schon sein. Das Cheese haut schon rein. Also wenn du mir den gibst, dann sage ich nicht, boah, den Geschmack werde ich niemals vergessen. Also wenn, dann schon der Cheeseburger. Ja, ist okay. Nochmal einen Blick zurück, Leute. Viel los. Spätabends, in München wäre schon alles dicht, aber hier gibt es nur noch saftige Burger. Ja, der war gut, Tati, Kuss geht raus. Wie gesagt, ich hätte gerne noch ein, zwei, drei verdrückt, deswegen, ich kann noch was verdrücken und wir gehen jetzt noch einen Köfte essen. Von diesem Köfte wird geschwärmt, alles klar. So, er wurde gedrippelt. Anscheinend, okay. Aber sieht gut aus. Ja, das sieht so hier hinten aus, Leute. Ich habe die Mädels das alles machen lassen. Ich muss sagen, auf dem Weg hierher, das Sättegefühl ist eingetroffen. Deswegen, sonst hätte ich mir, glaube ich, einen alleine gegönnt. Aber hey, vielleicht ist er so gut, dass ich mir einen jetzt einfach so gönne. Ne, wir haben noch Donuts zu Hause. Für zu Hause brauche ich nichts. Das ist extrem gut. Ich würde aber ohne Rettich bestellen und ohne dieses Grüne. Das ist persönlicher Geschmack. Aber Fleisch ist sehr gut, Brot ist sehr gut, Soße ist gut. Potenzial. Schaut, Leute, da ist ein Bürgermeister. Bürgermeister überall. So krass sind die. Nicht nur Tati findet die krass. Wild, Leute. Aber er geht gleich aus. Und viel Aufwand für so einen Drink. Ja, nächster Morgen. Ich habe mir ein paar Donuts, die wir for free airdrop-mäßig bekommen haben. Aber dazu mache ich, glaube ich, kein Video. Das werdet ihr, glaube ich, nicht sehen. Reingezogen und schneide jetzt so schnell dieses Video hier. Dann geht's zum Solana Event. Bürgermeister, stark. Ja, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Aber ich denke, es gibt oder ich weiß, es gibt einige Burger, die besser sind. Also, es war jetzt kein Burger, der mich über 10 Jahre verfolgen wird. Aber er ist ein sehr guter Burger. Kuss geht raus an Tati. Hinterlasst Liebe für Tati. Das war's von mir und unserem ultimativen Insider-Joke in der Freundesgruppe und mittlerweile auch unter euch. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auch von mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious business, man.